Hallihallo, willkommen hier am Sonntag zum 32. Bundesligaspieltag. Gestern gab es bereits dreimal FIFA 16 pur. Und zwar mit den Begegnungen Bayern München gegen Gladbach und der BVB gegen die Wölfe. Ja, da ist also die Vorentscheidung vielleicht gefallen wegen der Meisterschaft. Ne? Ihr erfahrt es, wenn ihr euch die beiden Partien anschaut. Außerdem waren wir gestern auch in der Schweiz unterwegs. Zum ersten Mal. Wir haben uns die Grasshopper gegen Bern angesehen. Und hier auch das Tippspiel vom letzten Bundesligaspieltag ausgewertet. Muss ich hier eigentlich bei Hertha irgendeinen rausnehmen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ne? Ja, und heute, ihr hört es... Doch. Benazirat spielt bei Frankfurt. Beeil dich, du hast noch 13 Sekunden. Hä, wo ist der denn? Enes Benazirat, bist in einem Mittelsturm. Nee, der ist hier aber nicht. Nein, das ist er nicht. Nee, der ist 3, 2, okay, 1. Ja, so, jetzt also Leverkusen gegen Hertha, der dritte gegen den vierten. Und ich schau mal ganz kurz mal nach. Leverkusen, Hertha, genau. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer sich das gewünscht hat. Tim Wiese, warst du das? Könnte sein. Nee, Tim Wiese hat sich, glaube ich, Bremen gegen Stuttgart gewünscht. Habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ja, tut mir leid. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wer diese Partie unbedingt sehen wollte. Auf jeden Fall interessante Begegnung. Leverkusen kann den dritten Platz heute festmachen. Auf der anderen Seite, wenn Hertha gewinnt, könnten sie nochmal rankommen. Ne? Hertha muss auf jeden Fall natürlich Punkte sammeln, damit die anderen Verfolger Mainz und auch vor allem die Gladbacher nicht mehr den vierten Platz erreichen. Und ich glaube, das ist auch so eine extra Motivation für Mike, ne, hier ja. Hertha fertig zu machen, damit Gladbach nochmal rankommt. Wow! Eine Minute und 55 Sekunden sind gespielt, um mich wieder brutal aufzuregen. Was für ein Auftakt. Ja, also Hertha momentan eher an Leverkusen dran. Willst du mich doch echt verscheißern, oder was, ne? Heftig. Heftige Nummer. Jetzt drückt die... Danke. So ein schnelles Tor gab es seit Ewigkeiten nicht mehr. Das bedeutet, ihr habt für euer Tippspiel natürlich einen großen Vorteil. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Eher davor, wer das reale Match gewinnt. Ein F davor, wer die FIFA-Begegnung gewinnt. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wer da richtig tippt. Alle, die eine Stimme hier abgeben, die werden am nächsten Bundesliga-Wochenende im Video erwähnt. Und der Gewinner wird eben zum Tippkönig gekürt, der die meisten Punkte hat. Ich sage mal, ich gewinne 1-3, beziehungsweise aus Herthaner Sicht 3-1. Mike, was ist dein Ergebnis? 1-1. 1-1, sagt Mike. Ich bin jetzt mal ganz mutig. Okay, gut. Mach mal was anderes. Also die anderen Tipps, die ich hatte, die war nur einer richtig. Aber dann müsst ihr schon rausfinden, was ich meine. Ja. Ja, ist klar. Ist klar, es wird nicht gepfiffen hier. Das hatten wir ja schon. Atletico gegen Bayern. Ihr wisst, was ich meine. Oh! Was ist? Schade. Rennt ihr da hin? Ja, wenn wir hier schon bei solchen unfairen Aktionen sind. Es gab gestern am Samstag 5 rote Karten in 3 Spielen. Schaut es euch an. Schaut es euch unbedingt an. Das war hammermäßig. Das ist, glaube ich, auch fast ein neuer Rekord hier. 5 rote Karten in 3 Begegnungen. Also, ich muss das so sagen, Leute. Ich kenne Tom jetzt über 3 Jahre. Und für ihn ist es ein ganz normaler Samstag. Ganz normaler Arbeitstag. Ganz normaler Arbeitstag. Halleluja. Ecke. Gute Ecke. Oh. Oh nein! Ist klar. Meine Gretchen sitzen wieder. Ja. Diesmal kein Rot. Oh! Ja, Leute, das läuft noch nicht so ganz nach Plan für mich, aber mein Tipp ist immer noch real. Das stimmt. Ein Tor und das Ganze hier. Ja, habe ich dann komplett richtig. Boah, das war ein super Schuss. Glanzparade hier. 6 Schüsse schon für die Gäste. Ah. Hatte nicht mal einen einzigen. Ja, Hertha ist hier momentan deutlich besser. Machen wir mal da rein.
Oh Mann, warum bin ich da nicht lang gelaufen? Okay, wir machen es jetzt wie folgt. So, so und so. Gut so. Ganz stark, weiter, weiter, weiter. Freistoß für mich, okay. Ja, ist klar. Gut. Ah, das ist natürlich dann ein bisschen schwach. Da fehlt dir die Power. Keine Gefahr. Oh! Schade. Nur die Latte. Wow. Ach, Mann. Was für eine super Creature. Ah, fast perfekt weitergeleitet. Einer von vorne, los. Ach man, ich wollte einen Heber versuchen, aber klappt nur nicht. Oh ja, ups. ja. Ja, okay, gut. Wer pisst dich drum? Da sollte der Ball nicht hin, aber egal. Gute Aktion. Gute Aktion. Schade. Ja! Was ist hier bloß los? Wo sind wir so? Es steht nur 1 zu 0. Ne, wir hatten schöne Möglichkeiten, aber. Ja. Was ist jetzt das hier? Flugfestival oder was? Ja, wirklich. Die Leute hier. Ja. Gelbe Karte. Gab es auch schon reichlich an diesem Wochenende. Ja, ein bisschen zu lang natürlich. Cola, 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 Ding. Und hier kannst du wieder. Und zurück. Oh. Danke. Oh, was? Dafür gibt's gelb? Also das war jetzt echt... Das ist ja lächerlich. Also das war jetzt keine gelbe Karte. Nee. Warte mal, machen wir es wie folgt. Wir versuchen mal die Variante hier. Mein erster Schuss neben das Tor. Ja. Ach, nee. Jo! Ja! Uah. Hallo! Hey! Ich wollte gerade passen. Tom, du machst mich irre, echt. Jetzt gibt's aber. Und deine Scheiß-Fouls, ey. Deine Scheiß-Fouls verhindern nämlich, dass ich mal einen Torschuss mache. Die dritte gelbe Karte innerhalb von. Ja, was war das jetzt? 7 Minuten? Oh! Glanzparade. Aber siehst du, ich verhelfe dir zu einer richtig guten Chance. Ja, aber mehr so aus dem Spiel heraus. Das hätte ich gerne. Ja. Oh, du Idiot, warum läuft er auch nicht früher los? Was soll er da im Strafraum stehen bleiben? War doch ganz klar, dass ich nach vorne werfe. Ganz stark gemacht! 1 zu 0, 3 gelbe Karten und 2-3 Schüsse auf jeden Fall für Leverkusen. Ja, ich bin hier mit dem Feuerwerk gestartet, 10 zu 2, aber wirklich... ab der Mitte der ersten Hälfte ging da nicht mehr wirklich was nach vorne. Schüsse aufs Tor, ja leider. Ein Lattentreffer war auch mit dabei. Am Ende hat es nur einmal geklingelt, das ist ein bisschen wenig. Ballbesitz, mehr Zweikämpfe, liege ich vorne. Fouls und gelbe Karten, ist ja klar. Ecken 2-2-1, Schussgenauigkeit bin ich etwas besser. Passgenauigkeit ebenfalls. Ja, 1-0, da ist noch nichts entschieden. Ich bin mal gespannt, wer von uns beiden hier besser in den zweiten Durchgang startet. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt so ein bisschen am Drücker bist. Eben gerade hat sich das schon etwas angedeutet. Warte mal, wir machen jetzt mal die Variante, vielleicht funktioniert die ja. Ich stehe jetzt ein bisschen offensiver, vielleicht... Ganz was anderes.
Mein Gott, nein. Vielleicht hilft mir das ja, um mal wieder gefährlich zu werden. Elfmeter. Scheiße, Alter, nein. Und gibt es schon wieder eine rote Karte? Ist jetzt noch die Frage. Nein, gelb. Nein. Digga, jetzt mal ganz ehrlich. Das war nichts. Guck mal. Naja. Okay. Naja. Ich dachte, ich hab den Ball erwischt. Das ging alles so schnell. Ich hätte sogar, glaube ich, rot gegeben. Aber okay. Ist egal. Vielleicht die Möglichkeit hier? Ja. Ich drück nach links und was ist nichts? Mit Glück hier die 2-0-Führung. Schon wieder hat es nicht lange gedauert. Das waren 4 Minuten diesmal. Also ich komme doch hier besser aus der Kabine. Oh, jetzt Mike mit der Chance. Wow! Das war aber ganz gefährlich jetzt hier. Meine Güte. Ey, jetzt. Oh, Mann! Ja. Das ist ein richtiger Schuss in der 53. Ihr merkt es, Mike schaltet einen Gang höher. Der wird jetzt hier sauer. Der wird aggressiv. Ja. Gleich. Ich dachte, wie aggressiv ich gleich werde. Gleich mit der Doppelchance. Oh, und ich krieg den Ball nicht mehr raus. Der wusste gleich, dass ich grätsche, sprang schon vorher hoch. Nee. Ganz stark. Jetzt vielleicht mal kontern. Abseits, abseits. Geh die Scheiße ab. Oh, das war schwach. Ja, haben wir. Oh. Oder auch nicht. Oh. Ey, ohne Scheiß, das ist langsam echt nicht mehr witzig hier. Das ist doch ärgerlich. Ich hätte 3-2 führen müssen, Leute. Naja, ich hätte aber auch einige Tore noch machen können. Ja, wenn wir jetzt so von der zweiten Halbzeit ausgehen? Ja gut, zweite Hälfte, ja. Da ist auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Müssen wir aufpassen. Gehalten. Ah, Mann. Ich sagte, ich mache den Ausgleich noch irgendwann mal, nachdem ich den Anschlusstreffer gemacht habe. Mein Tipp war ja, was war das, 2-1? Jetzt! Komm. Bäh. Wow. Abseits. Nein, eben nicht. Eben doch. Ganz stark. Ah, jetzt läuft der Ball mal wieder. Okay. Schade. Boah, ey, was machst du denn da? Das war nichts, mein Guter. Ja! Oh, schade, nein. Ein bisschen verzogen. Nein. Kommt einfach nicht durch. Ja, wir stehen defensiv wieder besser. Jetzt am. Leno, was wird das für ein Ausflug? Danke, aber war nicht nötig gewesen. Jetzt kriegen wir den Ball wieder nicht mehr. Oh! Ja, da fragt er sich, was soll ich denn noch machen, ne? Marvin, mach bitte einen Haken bei mir. Danke! Ja. Abseits. Oh, lass doch weiterlaufen hier, meine Güte. Ja, das. Was? Hey, was bist du denn? Oh, ich nehme das Geschenk einfach nicht an. Oh Gott. Nein.
Weg. Weg! Boah! Was für ein Schuss! Shit! Oh, Leute. Hopp, hopp, hopp! Stopp, stopp! Auf jeden Fall stopp, stopp! Ja. Jetzt mache ich knallhart ernst, also. Den habe ich ja nicht mehr, scheiße. Ach, ist egal. Komm. Stanley Lolo ist noch in Ordnung. Ach komm, mach mal Kruse. Kruse meine ich, entschuldige. Hä? Achso, geht schon weiter, ja, na klar. Ich dachte, der Ball liegt noch. Oh nein! Hast du Angst vor Ball? Ja! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Da war die Chance! Direkt wieder zu antworten. Oh, das war ein blöder Einwurf. So, rüber! Oh, gleich! Gleich! Schnell, 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 hol ihn dir. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Weiter! Oh, oh Mann, aufstehen! Ja! Nein! Oh! Nein, Mann. Schwein gehabt, wir haben noch 4 Minuten! Aber wirklich alles alleine. 4 Minuten! Super! Ja! Ledo, ja! Das musst du pfeifen! Weiter, Mann, einer ruf! Weg damit! Leno hat ihn. Nachspielzeit läuft. Komm, komm, komm. Abseits. Was ist jetzt schon wieder? Halt doch die Schnauze! Mann, du sollst doch ganz... Oh! Ich bin auch Depp. Nochmal kontern! Nochmal kontern! Guter Pass! Oh, schlecht gemacht. Es gibt Freistoß. 4 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie viel davon schon rum ist. Hälfte locker. Nein. Abseits. Ja. Das 5. Mal. Meine Güte. Nun. Ja. Das muss man auch nochmal pfeifen, weil jetzt geht das hier drunter und drüber. Oh, das war's. Ach, Mann. Mein Tipp war richtig, ganz knapp gewinnen wir mit 2:1 hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon wieder verkackt hier, ey. So, schauen wir uns die Werte an. Also bei Abseits führst du auf jeden Fall und bei den anderen, hier haben wir es. 15:10, 9:5. Da liege ich vorne, Ballbesitz gleich, Zweikämpfe bin ich besser, Fouls ebenfalls gleich, gelbe Karten liege ich vorne, diesmal keine rote Karte. Abseits 5:0, Ecken 4:3, Schussgenauigkeit bin ich vorne, Passgenauigkeit du. Also 2:1, das war ein knappes Ergebnis und es lag tatsächlich daran, dass wir in den ersten Minuten vom ersten und zweiten Durchgang besser drauf gewesen sind und ja, dadurch schon 2 frühe Tore mal erzielen konnten. Ganz genau. So, na ja, gut. Also, denkt daran, morgen das abschließende Spiel von unserem Bundesliga-Wochenende Bremen und gegen Stuttgart und eine richtig tolle Ankündigung, das dürft ihr nicht verpassen. Auf gar keinen Fall. Also, bis morgen Abend. Bis Tschüss. Morgen. Ciao.